Ja, ihr hattet ja recht. Ich habe heute mal was angezogen, was besser zu mir passt. Die Commerzbank fordert ein Rettungspaket an, allerdings bei Franjo Poth. Der muss jetzt Millionensummen begleichen, für die er gebürgt hatte. Nicht lachen, wir machen bald alle das Gleiche. Laut Gericht war die Bürgschaft nicht sittenwidrig. Franjo wurde ja nicht etwa von irgendeinem Steinbrück dazu gezwungen. Tja, er hätte die Richterin besser mal mit einem heißen Kaffee milde gestimmt. Denn wer heißen Kaffee in der Hand hat, bringt anderen Menschen angeblich mehr Sympathien entgegen, als wenn er etwa ein Kaltgetränk hält. Auch wenn das Verlangen vermutlich nicht gleich so groß wird wie bei den christlichen Nymphomaninnen, die ihre Lust hemmungslos ausleben, aber natürlich nur an ihrem Ehemann. Und dafür gibt es hier auch gleich jede Menge weiterführende Links. Zum Beispiel zu Webseiten, die auf anständige Weise Matratzenwissen vermitteln. Ja, auch ein Missionar muss sich mal weiterentwickeln. Tja, am Sonntag dürfte die Kirche wohl wieder voll sein. Aber nicht zu früh, Freunde Jungs. Im Beichtstuhl sitzt keine Domina. Auch Frauen müssen schließlich mal ihr Gewissen erleichtern. Wenn sie zum Beispiel im Schulladen unartig waren, weil es ihnen die Stimmen im Kopf mal wieder befohlen haben und niemand da war, der rechtzeitig eingeschritten ist. Oder wenn sie mal wieder heimlich ans Putzen gedacht haben und dabei die schmutzigsten Fantasien hatten, woran die Werbeindustrie natürlich nicht ganz schuldlos ist, wie Sarah Haskins in Target Women mal wieder sehr unterhaltsam analysiert. Sehen unsere Zuschauer schon immer so gut aus? Jesus Maria. Ja, nicht alle Frauen können ihr Verlangen so gut zügeln wie gläubige Nymphomaninnen. Manche geben sich der Vielmännerei hemmungslos hin. Schneewittchen zum Beispiel, das deswegen auch wirklich keine Zeit für so eine alte Hexe hat, die auch sehr bald einsehen muss, dass sie in Sachen Apfelmarketing die Zeichen der Zeit offenbar verpasst hat. Ja, mit Zaubersprüchen kommt man doch höchstens noch bei Gebäck weiter. Wie in dem Animationsfilm Special Flavor Windbeutel von Florian, in dem Brot und Brötchen plötzlich ein Eigenleben entwickeln und dem Bäckerlehrling den verhassten Chef vom Hals halten. Und auch nicht so leicht verspeisen lassen, wollen sich die beiden Fliegen in dem Film von Florians Kollegen Robert. Zumindest eine von ihnen nicht. So ein Heißhunger setzt allerdings auch bei fleischfressenden Pflanzen plötzlich ungeahnte Energien frei. Was für ein Horror! Das ist ja wie morgens aufzuwachen und plötzlich sind die Pflaumen nicht mehr im Kühlschrank, die man am Vortag gekauft hatte. Genau wie bei Blotchman, eine Cartoon-Mischung aus dem Comic-Klassiker Watchmen und amerikanischen Kinderbüchern. Aber auch ohne dieses Hintergrundwissen ist diese Geschichte von Kevin Cannon ziemlich unterhaltsam. Und auch nicht ganz so gruselig wie Thriller. In dieser Coverversion von François Macré, der den Michael Jackson-Klassiker auf 64 Videospuren a cappella zum Besten gibt. Ja, unglaublich, auf was für Ideen die Leute kommen. Manche haben eine so blühende Fantasie, die sehen ganz ohne Drogen rosa Elefanten. Oder zumindest gräulich-braune. Meist bei Umzügen oder Sperrmüll. Und gerne auch mal Kamele. Und eine schier unbegrenzte Fantasie hat offenbar auch Paul Neve, der sich auf seinem digitalen Spielplatz, seiner Website, so richtig austobt und die User mittoben lässt. Mit jeder Menge Spielereien, aber auch Wissenswertem und vielen interaktiven Animationen. Viel Spaß beim Rumtollen. Und jetzt kommen wir zu jemandem, der mir sogar ganz ohne Kaffee unheimlich sympathisch ist. Unser Fanboard. Das haben PDG und Moutardin gerade von seinem Erfinder Boris übernommen und aufwendig renoviert. Das freut uns sehr. Und deswegen würden wir uns natürlich auch freuen, wenn möglichst viele Zuschauer mal vorbeischauen und am besten auch noch mitmachen. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Bis gleich. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Die hatte ich mir wohl schön gewärmt.